Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Hiob beobachtete mit zusammengekniffenen Augen, wie der Rottmeister sich an einer der beiden kleineren Kapseln zu schaffen machte. Es schien, als wollten die Beutereiter es tatsächlich riskieren, die Traumsaat aus ihren Brutkapseln zu lassen. Der Schlüssel zu seinen Handschellen musste sich in Antonios Satteltasche befinden. Vielleicht trug der Söldner ihn sogar bei sich. Den Schaft seiner Lanze sah er aus einem großen Bündel an einem der Packpferde herausragen. Natürlich hatten auch die Beutereiter seine Waffe nicht berühren können und sie deshalb in ein Stück alte Zeltplane eingewickelt. Antonio war inzwischen zurückgekehrt und besprach sich leise mit dem Kompteur. Schon bald ließ der Rottmeister zwei Beutereiter Feuerholz und Öl zum Torbogen tragen. Nachdem sie ihre Last abgeladen hatten, schickte Antonio die beiden erleichterten Söldner wieder zurück zu ihren Pferden und näherte sich mit einer langen Schwertlanze den Brutkapseln. »Wir werden die beiden verdorrten Kokons mitnehmen und den Monarchen zur Untersuchung übergeben. Die anderen werden wir verbrennen«, verkündigte Eliphas für alle deutlich hörbar. »Du weißt, dass das riskant ist, Kompteur?« Drängend sah Hiob zu Eliphas auf. »Lass mich die großen Kokons vernichten, dann kannst du deine Leute danach ohne Risiko die beiden anderen bergen lassen.« Eliphas schüttelte den Kopf und sah zu ihm hinab. »Wir machen das auf meine Art.« »Dann lass dir wenigstens die Schlüssel zu meinen Handschellen geben, falls etwas schief geht«, drängte Hiob ihn noch einmal. Aber der Kompteur antwortete ihm nicht. Stattdessen hatte er seine Aufmerksamkeit wieder ganz auf Antonio gerichtet. Resigniert wanderte auch Hiobs Blick wieder zu dem Beutereiter hinüber. Antonio hatte begonnen, mit dem scharfen Haken an der Klinge seiner Lanze den ersten der beiden kleinen Kokons loszuschneiden. Schon fiel die Kapsel mit einem dumpfen, schmatzenden Geräusch auf den dampfenden Waldboden. Antonio blickte herüber und grinste. Dann schob er den Kokon vorsichtig mit dem Schaft der Waffe vom Torbogen weg und machte sich daran, den zweiten abzuschneiden. Eliphas wies auf die Kapsel am Boden und blickte zu den Beutereitern hinüber. »Einsammeln!« Widerwillig machten sich zwei der Söldner daran, die Kokons zu bergen. Antonio hatte mittlerweile auch den zweiten heruntergeschnitten. Während sie die schwarzen Kapseln in Öltücher einschlugen, begann er, das Feuerholz unter den restlichen Kokons aufzuschichten und mit Öl zu übergießen. Zum Schluss verspritzte er den Rest des Öls über die schwarz glänzenden, ledrigen Höhlen und entzündete den Scheiterhaufen mit seinen Streichhölzern. Sofort schlugen die Flammen bis über den Torbogen. Als Antonio sich umdrehte, um zu ihnen zurückzukehren, passierte es. Die ledrige Membran eines der brennenden Kokons wölbte und spannte sich kurz, und dann brach ein dünnes, viel zu langes, schwarz glänzendes Insektenbein daraus hervor. Deutlich war das Knacken der vielen Gelenke zu hören, als das Bein sich mit rasender Geschwindigkeit entfaltete. Fetzen des brennenden Kokons flogen durch die Luft, dann bohrte sich die kleine, hakenförmige Klaue am Ende des Beins in Antonios Schulterpatte. Aber alles war so schnell gegangen, dass der Rottmeister noch immer unverdrossen auf sie zumarschierte, als er getroffen wurde. Erst als das Bein sich spannte und ihn nach hinten überwarf, konnte Hiob für einen kurzen Augenblick sein überraschtes Gesicht erkennen. Dann zog das Bein den zappelnden Körper des Söldners rücklings zu den Kokons zurück. Und noch bevor jemand reagieren konnte, brachen unzählige weitere Beine aus dem noch immer brennenden Hautsack hervor und schlugen sich in Antonios Brust. Erst als der Rottmeister in Todesqual aufschrie, eröffneten die Schützen das Feuer. Der ohrenbetäubende Schuss aus der Muskete zerfetzte gleich alle drei Höhlen des Kokons und ließ sie
ihren Inhalt preisgeben. Von dem Dämon, der bereits hervorgebrochen war, konnte Hiob wieder nur seine unzähligen langen Beine durch die Luft wirbeln sehen. Mit schrillem Kreischen löste sich die Kreatur aus ihrem zerfetzten Kapsel und huschte hinter ein paar Sträuchern in Deckung. Die beiden anderen Kokons enthielten zwei dicke, wurmähnliche Kreaturen, die in einem Schwall klebrigen Schleims aus ihren Hüllen fielen und die Flammen fast vollkommen erstickten. »Feuer einstellen!« brüllte Eliphas wütend und versuchte, sein scheues Pferd unter Kontrolle zu bringen. Soweit Hiob es während des kurzen Infernos hatte beobachten können, hatte weder das Feuer noch der Kugelhagel der Traumsaat größeren Schaden zugefügt. »Kreaturen des Feuers mit Feuer bekämpfen?« schoss es ihm durch den Kopf. »Wie anmaßend!« Im Augenblick war alles wieder gespenstig ruhig. Nur das unruhige Schnauben der Pferde und ein leises Wimmern aus dem Käfig mit den Kindern war zu hören. Antonio lag reglos in einer langsam größer werdenden Blutlache vor dem qualmenden Glut des verloschenen Scheiterhaufens, von dem die beiden dämonischen Maden langsam hervorkrochen. »Darf ich jetzt endlich meine Arbeit machen?« fragte Hiob Eliphas eindringlich und reckte dem Kompteur seine Handschellen entgegen. Als Eliphas ihm dieses Mal in die Augen sah, konnte Hiob verzweifelte Wut in seinem Blick lodern sehen. Mit einem gemurmelten Fluch ließ der Anführer der Beutereiter seine Klinge im hohen Bogen auf die straff gespannte Kette zwischen Hiobs Handgelenken niedersausen. Hiob musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht zu Boden geworfen zu werden. Aber er blieb stehen und die Kette zersprang mit einem hellen Klang. Sofort war Hiob bei den Pferden und packte seine Lanze. Mit einem Ruck hatte er die Waffe in der Hand und zerrte sie aus ihrer Umwicklung. Langsam näherte er sich dem Torbogen und den glimmenden Überresten des Scheiterhaufens. Die Lanze hatte in seinen Händen auf gewohnte Art zu summen begonnen und die Klinge vibrierte bereits so schnell, dass sie von seinen Augen verschwamm. Die erste Made war zur Leiche des Rottmeisters herübergekrochen und begann, ihre plumpen Bewegungen zu beschleunigen, als sie die Blutlache erreichte, die immer noch von der zerfetzten Wunde in seiner Brust gespeist wurde. Hiob konnte erkennen, dass die Made unter dem Schleim eine halb durchsichtige, ledrige Haut hatte, unter der sich schemenhaft eng gefaltete, lange Gliederbeine befanden. Hiob ließ seinen Blick noch einmal kurz über das Unterholz in der näheren Umgebung schweifen. Von dem ersten Dämon war nichts zu sehen. Dann stieß er seine Lanze tief in den Kopf der Made und zog sie mit einer schnellen Bewegung wieder zurück. Die Traumsaatkreatur bäumte sich auf und schwarzer Schleim quoll aus dem größer werdenden Riss in ihrer Lederhülle. Dann platzte die Made der Länge nach auf und ihre spindeldürren, über 3 Meter langen Beine spreizten sich explosionsartig. Geschickt wich Hiob einem der Beine aus und brachte seine Lanze zum erneuten Stoß in Anschlag. Doch sein erster Stich war gut platziert gewesen und hatte den winzigen Kopf der schleimigen Kreatur direkt zwischen den trüben Facettenaugen getroffen. Kraftlos sanken ihre gefährlichen Beine zu Boden. Hiob blieb keine Zeit, den Körper des erschlagenen Dämons genauer zu mustern. Die erste Kreatur hatte sich mit einem gewaltigen, federnden Sprung aus ihrem Versteck gelöst und stürzte nun fast senkrecht von oben auf ihn zu. Mit einem Hechtsprung brachte Hiob sich hinter einer Ecke des verfallenen Gasthauses in Sicherheit. Von dort konnte er beobachten, wie das Wesen seinen winzigen, wespenähnlichen Leib zu dem toten Dämon herübersenkte und seinen scharfen Saugrüssel in die Überreste seines Artgenossen bohrte. Verzweifelt überlegte Hiob, wie er an den gefährlichen langen Beinen vorbeikommen sollte, als ihm die Schützen zu Hilfe kamen. Ein erneuter, peitschender Schuss zerriss die Stille, und als der Dämon sich wütend nach dem Schützen umwandte, flogen ihm mehrere Armbrustbolzen entgegen. Das war seine Chance. Mit ein paar schnellen Schritten hatte sich Hiob von hinten dem Dämon genähert und trennte mit kreisender Lanze mehrere Beine von dem schwarzen Insektenkörper ab. Er konnte jetzt erkennen, dass die Kreatur auch Flügel hatte, aber anscheinend war sie noch zu klein, um sie einzusetzen. Wieder kreischte der Dämon schrill
und knickte nach hinten weg. Aber schon im nächsten Moment erhob er sich wieder über den Boden. Er hatte immer noch genug Beine, um den Verlust der anderen Glieder auszugleichen. Doch der kurze Moment, in dem die Traumsaat-Kreatur um ihr Gleichgewicht gekämpft hatte, hatte Hiob genügt, um sich zwischen ihren beiden hindurch unter dem zuckenden Wespenkörper zu rollen. In einer kraftvollen Bewegung spannte er seinen Körper und rammte seine Lanze tief in die ungepanzerte, weiche Unterseite des Dämons. Die krachende, elektrische Entladung der Lanze ließ die Beine der Kreatur noch einmal wild zucken, danach hingen sie schlaff von ihrem aufgespießten Körper herunter. Als Hiob zu der letzten Traumsaatmade hinüberging und sie durchbohrte, hörte er, wie hinter ihm die Beutereiter in Jubel ausbrachen. Als er schwer atmend zu Eliphas zurückkehrte und ihm grinsend die Lanze hinhielt, sah der Kompteur ihn überrascht an und lächelte gequält. Danke, Engel. Der Rest der Reise verlief ohne Schwierigkeiten. Der Kampf mit der Traumsaat und Antonius' Begräbnis hatten sie irgendwie zusammengeschweißt. Hiob hatte mit Eliphas in stillem Einvernehmen einen Waffenstillstand geschlossen. Er ließ sich von den Beutereitern ohne Widerspruch nach Rhodes bringen und der Kompteur ließ ihm dafür nicht wieder Handschellen anlegen. Die Lanze hatte Eliphas zwar wieder einwickeln und auf das Packpferd schnüren lassen, und Hiob war sich sicher, dass die Beutereiter immer ein scharfes Auge auf ihn hatten, aber das machte ihm nichts aus. Denn er merkte auch, dass sie ihn jetzt mit Respekt behandelten, einem Respekt, wie er ihn bisher selten erlebt hatte. Er stammte nicht daher, dass er ein Engel war, ein Bote Gottes, sondern er hatte ihn sich verdient. Während der nächsten Tage nutzte Hiob die Zeit, um viel mit Dominik und den anderen Kindern zu reden. Er erzählte ihnen Geschichten aus seinem Engelleben und was er über die Geschichte der Welt wusste. Er war sich nicht sicher, ob er Dominik und die anderen von ihrem Schicksal würde bewahren können, auch wenn er es versuchen würde, sobald sie im Kloster angelangt waren. Aber falls es ihm nicht gelang, wollte er sie so gut vorbereiten, wie er konnte.